In einer Welt, die sich ständig verändert, stehen wir heute vor einer der bedeutendsten Wendungen unserer Zeit. Willkommen zu meiner Vision über Amerika und Europa im Sturzflug, der Abstieg des amerikanischen Adlers. Der Adler, ein mächtiges Symbol für Amerika, steht für Stärke, Freiheit und Unabhängigkeit. Doch was geschieht, wenn dieses majestätische Tier seine Flügel spreizt und sich vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten abwendet? Was bedeutet es für die Welt und insbesondere für Länder wie Deutschland, Österreich und Schweiz, wenn Amerika eine neue Richtung einschlägt? Und was bedeutet dies alles für unser gesamtes spirituelles Kollektiv? Ich werde dir heute meine Vision erklären und es ist gut, dass du da bist und dich informierst. Bevor wir jetzt beginnen, habe ich eine sehr wichtige Mitteilung in eigener Sache für euch. Und zwar gibt es auf unserer Webseite einen kostenlosen Test, wo du deine spirituelle Bestimmung finden kannst. Und zwar kannst du dort bestimmte Fragen beantworten und anhand dieser Antworten wird dir dann mitgeteilt, zu welchem spirituellen Bestimmungsfeld du gehörst. Dies gibt dir sehr wichtige Erkenntnisse über deine Persönlichkeit, über deine Aufgaben, über deine Fähigkeiten und über alles, was du tun könntest, um dich spirituell weiterzubilden. Der Link ist unter dem Video. Schau es dir mal an. Es ist kostenlos für euch alle. Ja, und heute geht es also um den Adler, der über Amerika fliegt und dann weggeflogen ist. Wir tauchen heute ein in die komplexe Dynamik der internationalen Politik. Wir beleuchten, wie ein anstehender Rückzug der Vereinigten Staaten von der globalen Bühne Kettenreaktionen auslösen könnte, die weit über die Grenzen von der USA hinausreichen. Von den wirtschaftlichen Auswirkungen bis zu den sicherheitspolitischen Veränderungen, wir decken alle Facetten dieser beispiellosen Entwicklung ab und werden auch, und das ist ganz wichtig, spirituelle Erkenntnisse daraus ziehen. Meine Vision, ich hatte also vor ein paar Tagen diese Vision und habe beschlossen, euch dies unbedingt mitzuteilen. Und zwar, ich habe die Visionen immer nachts. Und zwar zeige ich euch hier ein Bild und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Hier seht ihr meine Vision, das Weiße Haus von Amerika symbolisch dargestellt mit dem Adler, der darauf sitzt. Das ist jetzt noch das Einfache, aber dann kommt das andere Bild, dieses hier, wo der Adler sich verabschiedet, wo er wegfliegt. Der Adler steht für Freiheit und Unabhängigkeit. Er steht für Überwinden von Grenzen, Stärke, Mut und spirituelle Erhebung. Es wird innerhalb Amerikas Veränderungen zwischen Bund und den Einzelstaaten geben. Es könnte auch eine gewisse Autarkie sich dort entwickeln. Das symbolisiert dieser Adler. Und das System mit dem Adler, das gibt es schon sehr lange. Das gibt es schon seit dem Römischen Reich. Damals im alten Rom galt der Adler als Machtautorität. Und jetzt wird es ein bisschen scary, sage ich mal. Schaut euch dieses Bild an. Ich habe hier Vergleiche gezogen zu einem Fußballfeld und zu einem Kolosseum und den Kampf der Gladiatoren. An was erinnert euch das? Es erinnert an Brot und Spiele. Hier seht ihr, beide Gebäude, sage ich mal, sind ungefähr gleich. Ja, sie sind alle rund. Sie wurden übernommen und angepasst auf die neue Zeit, auf die aktuelle Zeit. Das heißt also, wir haben es immer mit Brot und Spielen zu tun. Damals die Gladiatoren, heute Fußball. Und es wird noch interessanter, ihr Lieben. Der Adler,
steht ja für das System oder für die Matrix sozusagen. Und jedes Reich, also nicht nur Rom oder das Römische Reich oder Amerika oder Deutschland oder nehmt, was ihr wollt, völlig egal, hat seinen eigenen Ursprung. Und dies kann man an den Währungen erkennen. Und jetzt wird es ganz gruselig. Schaut euch das nächste Bild an. Hier haben wir verschiedene Münzen. Und auf diesen Münzen ist der Adler zu sehen. Es sind nur drei Beispiele, die ich vergrößert habe. Also der Dollar, die Deutsche Reichsmark in Polen. Das sind nur drei Beispiele. Diese Münzen gibt es auf der ganzen Welt, wo dieser Adler drauf zu sehen ist. Das heißt also, dieselben Symbole gab es schon immer. Ich zeige euch nochmal hier den Dollar. Da seht ihr auch den Adler rechts unten. Und dann zeige ich euch noch den Dollarschein. Dort seht ihr auch den Adler drauf. Das heißt also, es gab diesen Adler schon immer. Und dieser Adler ist das Symbol für die Matrix, für das, was uns vorgespielt wird, für das, in was wir hineingedrängt werden, um darin zu leben. Das ist der Adler interpretiert auf die neue Zeit, auf die aktuelle Zeit. Und das System, so wie wir es jetzt kennen, ist ja absolut nicht neu. Und wenn es fällt, versuchen unsere Politiker, dieses Feld neu zu installieren. Also es sind ja nicht die Politiker, das sind ja nur die ausführenden Kräfte, sondern es sind 3, 4, 5 der allerreichsten Menschen der Erde, die hier alles inszenieren und uns in eine bestimmte Richtung hineinbringen möchten. Und es liegt an uns, wie wir damit umgehen, ob wir uns zufrieden geben mit Brot und Spielen oder ob wir hinter diesen ganzen Szenarien sehen und erkennen, was das Leben eigentlich ist oder wer wir sind. Das heißt also, der Adler ist davon geflogen und der Sturz eines Systems steht uns bevor. Letztendlich macht das Platz für etwas Neues. Was hat das jetzt für Auswirkungen für Deutschland? Das heißt, unsere Verteidigungspolitik müsste sich ändern. Und wir müssten eine stärkere militärische Rolle übernehmen. Findet ihr das so in Ordnung? Es wird wirtschaftliche Auswirkungen für uns haben, wenn sich Amerika umorientiert oder zerfällt, wer weiß. Das heißt also, wir bräuchten Vertiefungen von unseren Beziehungen zu China oder Russland. Geht das denn überhaupt? Es müsste komplett umgedacht werden und die Stabilität in Deutschland oder im gesamten Europa müsste absolut gestärkt werden. Österreich und Schweiz müssten ihre Sicherheit überdenken und auch die wirtschaftlichen Auswirkungen nochmal ganz neu betrachten. Österreich und Schweiz müssten diplomatische und politische Neuausrichtungen vornehmen, vielleicht auch neue Allianzen und Partnerschaften gründen, müssten, so wie Deutschland, auch die Migration überdenken und insgesamt eine neue Definition sich vorstellen, eine neue Definition von dem, was jetzt gerade ist, herbeiführen, denn so wird es nicht mehr weitergehen können. Wenn wir jetzt die spirituelle Bedeutung anschauen, spirituell heißt ja der Adler auch Loslassen und Transformation, alte Denkmuster verlassen, an den Dingen festhalten, die uns schon so lange begleiten, das geht einfach nicht mehr.
Die Freiheit kommt durch Lösen von alten Verbindungen, von Neuüberdenken und wie der Adler aus einer höheren Perspektive zu sehen. Und den Mut haben, dem Neuen aktiv, und das ist wichtig, aktiv entgegenzutreten, um das Neue, das, was wir möchten, zu manifestieren. Um uns nicht bereit zu machen für etwas, was man uns wieder vorsetzen möchte, gerne vorsetzen möchte, eine neue Adlermatrix, sondern das, was wir uns vorstellen, die 5D-Vision, das ist unsere spirituelle, unser Wirken, spirituelles Wirken. Wir brauchen den Mut, und dem Neuen aktiv entgegenzutreten und um das Neue 5D zu manifestieren. Und es wird uns durch diese Veränderung mit dem Adler neue spirituelle Erkenntnisse bringen. Und diese Erkenntnisse, die kannst du vielleicht auch mit diesem Test auf unserer Seite feststellen, welchem spirituellen, welcher Bestimmung du dort zugehörst. Und dort wirst du deine Kraft finden, deine Aufgabe finden, um aktiv werden zu können. Und das bringt uns alle in eine bestimmte Reife zu einer neuen, höheren, kollektiven Ebene des Denkens, des Bewusstseins, was letztendlich gut ist. Denn wir sind ja deswegen auf die Erde gekommen. Wir haben dem allem zugestimmt und wenn wir dies tun, sind wir in unserer vollkommenen Kraft und Größe. Wir wissen, wie stark wir sind. Aber sobald wir hier auf der Erde sind, wissen wir das eben nicht mehr. Und das ist das große Problem, mit dem wir gerade zurechtkommen müssen. Deswegen vergesst niemals, dass diese Stärke in jedem von uns liegt, dass wir diese Stärke in uns tragen. Und wir stehen vor einer der bedeutendsten Wendungen unserer Zeit. Und der Sturzflug des Adlers, diese Vision, kündigt an, dass hier etwas geschieht, wo wir alle mithelfen können, dass es zu etwas Gutem wird. Und in der Meditation, die wir gleich machen werden, werden wir uns mit unserem eigenen inneren Adler verbinden. Denn der Adler ist ja auch ein Krafttier, zu dem jeder Mensch Zugang hat. Und so werden wir uns spirituell mit diesem Krafttier verbinden und dort unsere eigene Vision der neuen Erde, der 5D, manifestieren und Frieden auf die Erde bringen. Und es ist so schön, dass du heute hier warst. Und für alle die in meinem Webinar, die da dabei sind, diese 11-Tage-Challenge, ihr seid so wundervoll gestärkt und so wundervoll in eurer Kraft. Ihr habt noch einmal eine doppelte Energie, um dieses kommende Jahr super gut durchzustehen. Ich freue mich darauf, jetzt mit euch diese Meditation machen zu dürfen. Gleichzeitig möchte ich euch sagen, dass wir wieder die Musik länger spielen lassen werden. Und ich werde auch, das wollte ich euch unbedingt noch sagen, auf Telegram nochmal schauen, welche Krafttiere für verschiedene Länder Europas zuständig sind im Moment, um diesen Sturzflug des Adlers zu begegnen. Also ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit dieser Meditation. Und danach spielt die Musik länger, sodass ihr noch ein bisschen da in der Energie bleiben könnt. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch und wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Geliebte Herzensmenschen, heute lade ich euch ein, euch mit dem Krafttier des Adlers zu verbinden. Der Adler
ist ein Symbol für Stärke, Mut und Schutz und er bringt Himmel und Erde zusammen. Er unterstützt dich zu einer höheren Sichtweise und gibt dir Kraft, Dinge so zu sehen, wie du sie sonst nicht siehst. Und so bitte ich dich nun, das Licht der Liebe einzuatmen und dich mit diesem Licht zu verbinden, zu fühlen, wie dieses Licht durch dich hindurchfließt, all deine Zellen erreicht, dich ausgleicht, in deine Mitte bringt und zentriert. Spüre, wie die Energie sich ändert, wie sich dein Bewusstsein anhebt. Und wenn du nun dein drittes Auge öffnest, wirst du einen Adler sehen, der an dir vorüberfliegt, der sich dir zeigt und der dich einlädt, auf seinen Rücken zu steigen. Und wenn du magst, dann folge dieser Einladung. Folge dieser Einladung und steig auf, lass dich tragen und beobachte jetzt, wo dieser Adler dich hinführt, welche Gebiete er dir zeigt. Denn du wirst Liebe und Licht auf die Erde senden. Du wirst die Erde unterstützen mit deiner Kraft und mit der Kraft des Adlers, welcher majestätisch mit dir schwebt, über die Erde schwebt und dich über verschiedene Gebiete trägt, die für dich wichtig sind. Und so lass dies einfach geschehen. Ich gebe dir ein wenig Zeit, damit du genießen kannst, was gerade geschieht und deine Liebe und dein Licht in Ruhe auf die Erde fließen können. Liebe und Licht fließen aus deinem Herzen auf die Erde, transformieren negative Energien. Liebe und Licht verstärken sich, hüllen die Erde ein in den Schein der Liebe, in den Schein des Lichtes. Du hast viel Freude mit deinem Adler und du spürst, wie von ihm aus Kraft und Mut in dir aufsteigen. Und vielleicht beginnt jetzt die Reise, wo du ganz mit dem Adler verschmilzt, wo er eins werdet und du selbst der Adler bist, wo du jetzt mit seinen Augen siehst. Lass es ruhig zu und setze deine Reise mit ihm fort. Gib dich vollkommen hin und lass dich tragen. Du wirst viele Adler in deiner Nähe sehen. All das sind deine Lichtfreunde, die Liebe und Licht auf die Erde bringen und sich somit Mutter Erde stärkt
und kräftigt und sich somit Mutter Erde heilt. Heilt von den negativen Energien und somit Mutter Erde wieder in ihre Kraft kommt, noch mehr in ihre Kraft kommt, um uns alle zu begleiten in dieser wichtigen Zeit. Du schwebst immer noch als Adler über die Täler, über die Bäche, die Wälder, die Gebirge, die Hügel, die Städte, die Flüsse, die Seen, über das Meer. Überall, wo du bist, ist es wichtig. Und um dann, wenn du fühlst, dass du ein großes Stück geleistet hast, dass du schon sehr viel gewirkt hast, dich an einem Platz wiederzufinden, wo jetzt alle Adler landen und wo sich die Menschen wieder lösen. Dennoch ist ihr persönlicher Adler bei ihnen. Und wenn du jetzt mit deinem dritten Auge um dich schaust, siehst du all diese lichtvollen Gestalten, verneigst dich voller Dankbarkeit vor ihnen und vor deinem Adler für das, was gerade geschehen durfte. Denn es war so schön und du hast deine Vision des Friedens und der Kraft, der Erneuerung auf die Erde getragen. Und das Licht gestärkt. Und so verabschiede ich mich von dir. Dennoch bleibt die Energie erhalten und es steht dir frei, weiterhin mit deinem Adler noch eine kleine Reise zu unternehmen. In Liebe und Licht, deine Nirjana Smarana.